Ja, guten Tag. Heute rede ich mit dem Agitator der sozialen Marktwirtschaft über ein paar durchaus interessante und heiß diskutierte Themen, wenn man so will. Wir haben ja bereits schon zuvor zwei Gespräche geführt. Dort ging es einmal um den Rausschmiss Wagenknechts aus der Linken und in einem anderen Video um den Niedergang der Linken. Ja, wir reden heute darüber, wie Arbeitnehmer, die einen niedrigen Lohn erhalten, gegen Arbeitslose ausgespielt werden. Aber bevor wir thematisch einsteigen, Sella, wie sind denn erstmal die grundsätzlichen Zahlen? Wie viele Arbeitslose gibt es und wie viele offene Stellen gibt es? Im August 2023, Entschuldigung, ja doch, im Monat August 2023 waren in Deutschland rund 2,7 Millionen Arbeitslose registriert. Die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen stieg im August gegenüber dem Vormonat um ca. 78.600 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2022 lag die Zahl der Arbeitslosen um rund 148.500 Personen höher. Ja, du sprichst da gerade einen wichtigen Punkt an. Die Zahl der Arbeitslosen nimmt seit etwas mehr als einem Jahr durchgängig zu. Das heißt, wir befinden uns gerade in einer Rezession und die Lage wird tagtäglich immer etwas schlechter. Ja, und laut Ministerium gab es im dritten Quartal 2022 nach Ergebnissen der Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rund 1,82 Millionen offene Stellen. Demgegenüber seien im Dezember 2022 rund 2,45 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet gewesen. Hinzu kämen die Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, in vorübergehender Arbeitsunfähigkeit sowie in absehbar endender Erwerbstätigkeit. Damit hätten im Oktober 2022 rund 4,35 Millionen Arbeitssuchende für die Besetzung von offenen zur Verfügung stehenden Stellen gestanden, erklärte Ja, das Arbeitsministerium. das ist ein wichtiger Vergleich, das ist eine gute Zahl. Die hatten wir in unserem Video, also MMT und Jan hatten, MMT mit Jan und ich hatten zu dem Thema auch schon ein Video gemacht und da hatten wir diese Zahl nicht mit drin. Das ist gut, dass du die jetzt nochmal erwähnst. Und die ist von letztem Jahr. Das heißt, dieses Jahr sieht es ja noch schlechter für die Arbeitslosen aus. Wir hatten also, wenn man zumindest so rechnet, wie an dieser Stelle geschehen, 4,35 Millionen Menschen, die arbeitslos waren und nur 1,82 Millionen offene Stellen. Also wir hatten ja in unserem Video zum Fachkräftemangel schon erklärt, dass diese IAB-Schätzung sehr, sehr hoch angesetzt ist. Also dass das das absolute Maximum an offenen Stellen ist, was man überhaupt erheben kann. Da wird einfach eine Umfrage durchgeführt und die Betriebe dürfen dann beantworten, sucht ihr gerade Arbeitslose? Und wenn die Betriebe sagen, ja, da wird überhaupt nicht nach den Konditionen gefragt, da wird überhaupt nicht nach Details gefragt, wenn die Betriebe einfach sagen, ja, wir suchen Arbeitslose, dann wird gesagt, okay, hier haben wir offene Stellen. Wenn sich da keine findet, ja, dann, wenn sich da niemand findet, ja, dann ist das eine offene, unbesetzte Stelle. Also es gibt nämlich auch eine Zahl von der Bundesagentur für Arbeit und die ist deutlich, deutlich niedriger. Da müssen die Betriebe wirklich sich selbst bei der Bundesagentur für Arbeit melden. Also genau so wie Arbeitslose sich auch melden müssen, wenn sie beispielsweise Hartz IV beziehen wollen. Also, und wenn diese zwei Zahlen miteinander vergleicht, diese deutlich, deutlich niedrigere Zahl von der Bundesagentur für Arbeit und die Zahl an offiziellen Arbeitslosen, dann ist die Zahl an offiziellen Arbeitslosen rund zweieinhalb Mal so hoch wie die Zahl an, nee, die ist rund dreimal so hoch wie die Zahl an offenen Stellen. Vergessen, die Zahl an offenen Stellen, die ist ja mittlerweile sogar schon wieder gesunken. Also auch die befindet sich angesichts der rezessiven Lage, die wir aktuell haben, mittlerweile auch wieder im Sinken. Genau. Und ja, dann haben wir hier so eine kleine Grafik von Joanna Cotard rausgesucht. Die schrieb, eine Familie mit Kind unter 5 Jahren, beide Eltern bürgergeldberechtigt, bekommt künftig 2.296 statt wie bisher 20, Entschuldigung, 2.050 Euro. Das sind 246 Euro mehr als bislang. Obendrauf wird die Warmmiete vom Staat übernommen. Ja. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern zwischen 6 und 13 Jahren, keine Unterhaltszahlung, bekommt bisher 2.279 Euro. Diese Summe wird auf 2.552 Euro aufgestockt. Das ist ein Plus von 273 Euro. Dazu kommt die Übernahme der Warmmiete. So, und eine Familie mit drei Kindern, 4, 6 und 8 jetzt, in der beide Eltern bürgergeldberechtigt sind, bekommt aktuell 2.527 Euro im Monat. Künftig sollen es 2.830 Euro sein. Ein Plus von 303 Euro. Auch die Miete wird übernommen. Ja. Und sie meint dann halt, arbeiten lohnt sich im Niedriglohnsektor in Deutschland nicht mehr. Ja, und sie sagt noch darauf, die Ampel belohnt die, die zu Hause bleiben und nichts tun. Der Rest wird gemolken, ausgepresst und schikaniert. Was sagst du denn dazu? Ja, das stimmt tatsächlich. Die niedrigen Löhne sind in Deutschland in den letzten 30 Jahren so gut wie überhaupt nicht gestiegen.
Und wenn man dann die Sozialleistungen auch nur der Inflationsrate anpasst, denn nichts anderes ist das Bürgergeld. Also diese Bürgergelderhöhung, die jetzt gekommen ist, die hätten wir auch mit Hartz IV gehabt. Muss man einfach so sagen. Dieses Bürgergeld ist nur eine Inflationsanpassung von Hartz IV, sonst ändert sich da nichts. Das ist keine großartige Erhöhung. Wir hatten jetzt einen Preisschock und daran muss man die Sozialleistungen allein schon, um sich an unser Grundgesetz zu halten. Jeder Mensch hat ja das Recht auf ein existenzsicherndes Minimum. Um das einzuhalten, muss man die Sozialleistungen daran anpassen, wenn das Bundesverfassungsgericht einen nicht dazu zwingen soll. Also wir erleben hier quasi eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit, die es auch schon unter Hartz IV gab. Was ist jetzt da das Problem? Das Problem ist eben nicht, dass das Bürgergeld so stark gestiegen wäre oder Hartz IV so stark gestiegen wäre. Das wurde immer an die Inflationsrate bzw. an die untersten Löhne. Da muss man ja genau sagen, Hartz IV bzw. Bürgergeld berechnen sich, je nachdem, welche Gruppe man sich da jetzt anguckt, aus den untersten 15 bzw. untersten 20% der Lohnempfänger. Da werden jetzt noch jede Menge mögliche Ausgaben von abgezogen. Deswegen ist das natürlich eine politische Zahl. Also beispielsweise die Ausgaben für Alkohol, für Zigaretten, für vermeintlichen Luxus, also für alles, was man jetzt nicht unbedingt zum Überleben braucht, das wird auch noch von abgezogen. Und diese Abziehregeln, die sind so ein bisschen willkürlich. Das heißt, an der Zahl kann die Politik eigentlich beliebig rummanipulieren. Es gibt halt, wie gesagt, nur vom Grundgesetz vorgeschrieben, das Recht auf ein existenzsicherndes Minimum. Und darunter darf auch eigentlich, wenn das Bundesverfassungsgericht für die Einhaltung dieses Rechts sorgt, keine Bundesregierung drunter fallen. So. Was ist jetzt aber das Problem? Das Problem ist, dass die niedrigsten Löhne, die unteren 10, 20, ja, 30%, kommt jetzt darauf an, welchen Zeitraum man sich anguckt, aber in den letzten 30 Jahren so gut wie gar nicht gestiegen sind. Also wir haben gesehen, dass die untersten 10% der Löhne eigentlich manchmal innerhalb der letzten 30 Jahre 5% unter ihrem Niveau von 1990 waren, manchmal ungefähr auf dem Niveau von 1990 und jetzt durch den aktuellen Preisschock, muss man gucken, welche Auswirkungen da auch die Mindestlohnerhöhung hat, dürfte sich das nicht gebessert haben. Das heißt, die unteren 10% der Lohnempfänger, die haben seit 1990 nichts dazu gewonnen, obwohl wir gigantische Produktivitätszuwächse in der Zeit hatten. Das bedeutet, irgendwer muss sich das dann in die Tasche gesteckt haben. Also das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Steuern auf Unternehmensgewinne stark gesenkt wurden, dass Unternehmen halt die Löhne vor allem in den unteren Bereichen gar nicht mehr erhöht haben. Dass die Politik durch dieses Hartz-IV-System, wir hatten ja nicht schon immer Hartz-IV, früher waren Arbeitslosen und Sozialhilfe besser voneinander getrennt. Das wurde erst durch Hartz-IV, beziehungsweise jetzt das Bürgergeld, was quasi Hartz-IV ist, wurde das erst derart miteinander vermischt. Also das Problem ist nicht, dass die Sozialleistungen so durch die Decke gegangen wären. Das Problem ist einfach, dass die niedrigen Löhne überhaupt nicht gestiegen sind. Ja, genau. So sieht's aus. Ja. Das wäre das zu dem Thema. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Nee. Wir sollten uns mal grundsätzlich fragen, was würde denn passieren, wenn Arbeitslose kein Arbeitslosengeld mehr erhalten würden? Also jetzt mal grundsätzlich. Ja, das habe ich auch. Was würde dann passieren? Ja, das habe ich neulich auch jemanden gefragt. Was willst du denn mit diesen Leuten machen? Also ich habe mit einem, sag ich mal, konservativen Ärger diskutiert. Ja, du willst den Leuten jetzt noch weniger geben. Sie sollen noch weniger haben. Was würde denn passieren? Das habe ich ihn auch gefragt. Vielleicht kannst du es ja beantworten. Ja, also wenn ihr jetzt niedrigen Lohn erhaltet, was würde passieren, wenn ihr arbeitslos wärt? Ja, ihr müsstet euch sofort eine andere Arbeitsstelle suchen. Ihr habt ja keine großen Ersparnisse. Also die unteren 30% der deutschen Bevölkerung haben eine negative Sparquote. Die können sich also aufgrund ihres niedrigen Lohnes gar nicht zur Seite legen. Und ja, ihr müsstet sofort einen neuen Job suchen, um überhaupt eure Miete bezahlen zu können, um Essen bezahlen zu können, um eure laufenden Ausgaben decken zu können. Das heißt, ihr werdet in einer sehr, sehr schlechten Verhandlungsposition gegenüber dem Arbeitgeber. Oder um es jetzt ökonomisch auszudrücken, der Reservationslohn würde sinken. Also der Reservationslohn ist der Lohn, zu dem ein Arbeitnehmer sagt, so, ich habe jetzt absolut keinen Bock zu arbeiten. Also das ist wirklich der niedrigste Lohn, den du einem Arbeitnehmer zahlen kannst, wo er sagt, nee, ich bleib lieber zu Hause. Und dieser Reservationslohn, der würde extrem sinken. Du könntest Arbeitnehmer, die in einer schlechten Situation wären, gerade Schulden abzubezahlen hätten, die gerade ihre Miete bezahlen müssen. Wie gesagt, die unteren 30% der Bevölkerung haben eine negative Sparquote. Die haben dann keine andere Wahl, als jeden Job anzunehmen. Das heißt, wir würden nochmal eine Spreizung der Lohnhierarchie nach unten sehen und ja, Druck auf die niedrigen Löhne. Das heißt, auch viele niedrige Löhne, die jetzt schon 30 Jahre lang überhaupt nicht gestiegen sind, die dürften jetzt dann eher absacken. Das heißt, wir haben eine noch weitere Spreizung der Lohnhierarchie. Auf die oberen Löhne dürfte das dagegen relativ wenig Einfluss haben.
Weil auch die Arbeitslosigkeit, die ist logischerweise bei gering qualifizierten Arbeitnehmern, also bei denen, die niedrige Löhne erhalten, wesentlich höher. Also es würde hier wesentlich stärkeren Druck auf die Löhne ausüben als, keine Ahnung, im Management von großen deutschen Unternehmen beispielsweise. Ja, die Löhne werden ja auch nicht der Inflation angepasst, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ja, also das ist übrigens auch noch interessant, wenn du langfristig eine stabile Inflationsrate haben willst, dann musst du überhaupt dafür sorgen, dass die Löhne langfristig in einer stabilen Rate steigen, denn die Löhne, ja, die sind für die Unternehmen natürlich Kosten und die werden natürlich auch weitergegeben. Die Nominallöhne sollten so stark steigen wie die Zielinflation plus den Produktivitätswachstum. Also das heißt, wenn wir 2% Inflationsziel haben und die Produktivität langfristig um ungefähr 1% pro Jahr wächst, das ist so eine Rate, die ist typisch für viele Industrieländer, dann sollten die Nominallöhne allein schon jedes Jahr um 3% steigen. Wir haben es ja in den letzten 20 Jahren gesehen, dass sie zumindest bis Corona eher schwächer als stärker gestiegen sind. Wir hatten also 20 Jahre lang ein zu schwaches Lohnwachstum, was auch politisch gewollt war. Also die Agenda 2010, die sollte genau das machen. Die sollte die deutschen Löhne drücken, damit die deutsche Exportindustrie einen Wettbewerbsvorteil hat. Wir haben allgemein zu schwaches Lohnwachstum gesehen und das haben wir vor allem bei den niedrigen Löhnen gesehen. Das heißt, bei diesen Lohngruppen, die eh schon abgeschmiert sind in den letzten 30 Jahren, bei denen dürfte das jetzt noch mehr reinhauen. Ja, aber lieber Agitator, ist es denn nicht unfair, dass die Arbeitnehmer den Arbeitslosen quasi ja ihr Leben finanzieren? Was sagst du denn dazu? Ja, also das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Die Moral sollte das letzte Wort haben und nicht das erste. Also wir können natürlich gerne darüber debattieren, ob es moralisch gerecht ist, dass Leute Steuern zahlen müssen und andere Leute davon leben. Also Fakt ist, unser Leben ist in staatlichen Strukturen organisiert. Wir haben ein Sozialsystem und wir sollten uns lieber fragen, was für reale Folgen hätte das für uns selbst, wenn dieses Sozialsystem wegfiele. Und nicht, ist das jetzt in jedem individuellen Einzelfall, da werden ja auch gerne irgendwelche Fälle von vermeintlich faulen Arbeitslosen gezeigt. Also sieht man ja, wenn man RTL oder die Springerpresse guckt, sehr, sehr gerne, dass sich da irgendwelche abstrusen Einzelfälle rausgesucht werden. Aber grundsätzlich sollten wir uns erstmal fragen, was für Folgen hätte es wirtschaftlich? Und nicht, ist das jetzt moralisch gerechtfertigt, welche Sozialleistung es jetzt gibt? Beispielsweise der Wegfall des Arbeitslosengeldes würde für sinkende Löhne sorgen. Ganz einfach. Und wenn man es jetzt komplett striche, wie gesagt, es wäre verboten, aber wenn man das jetzt komplett streichen würde, dann würde vielleicht noch die Obdachlosigkeit ansteigen. Ob das jetzt die Folgen sind, die man unbedingt haben will, also ein bedeutender Teil der Arbeitslosen hat psychische Probleme, ein bedeutender Teil der Arbeitslosen hat keine abgeschlossene Berufsausbildung. Wenn du diese Leute jetzt in einer schlechten konjunkturellen Lage komplett auf die Straße setzt, ohne Unterstützung, was würde dann passieren? Ja, viele würden in die Obdachlosigkeit abrutschen. Also ob das jetzt... Das habe ich dem, mit dem ich gesprochen habe, letztens auch entgegnet. Ja, was passiert denn dann? Dann haben wir hier eine Obdachlosigkeit von sonst was. Und das nützt doch auch, das wird das ganze Sozialsystem wohl zusammenbrechen noch weiter, oder nicht? Ja, vor allem bedeutet das ja auch langfristige Kosten für die Volkswirtschaft. Also wenn Menschen obdachlos sind, dann kannst du sie nur ganz schwer wieder zurück in den Arbeitsmarkt integrieren, wenn sie keine Wohnung mehr haben, wenn sie von einer Stadt zur anderen ziehen müssen, weil ihre Lebenssituation es anders nicht hergibt. Also dass da überhaupt nicht darüber nachgedacht wird, was für Folgekosten daraus entstehen. Ja, eben. Also, genauso habe ich argumentiert, ich verstehe das nicht, es macht doch viel mehr Kosten im Nachhinein, wenn alle beziehungsweise wenn alle obdachlos werden, als wenn sie jetzt arbeitslos bleiben, sag ich mal. Ja, es werden ja nicht alle arbeitslos, aber zumindest bedeuten größere Anteil als jetzt. Wie gesagt, jede wirtschaftspolitische Entscheidung hat Folgekosten. Und da kann ich jetzt zum Abschluss nochmal eine Videoempfehlung geben. Der Kanal Unlearning Economics hat ein Video mit dem Titel Free Stuff is Good gemacht. Das werden wir auch im angepinnten Kommentar verlinken. Dort setzt er sich ja ausführlich mit diesen Folgekosten eines zu schlecht ausgebauten Sozialsystems auseinander. Und da kommt er zum Schluss, dass so ein schlecht ausgebautes Sozialsystem deutlich höhere Kosten hat als mehr staatliche Eingriffe. Jedenfalls im Rahmen von solchen reichen westlichen Industriestaaten, wie wir es hier gerade erleben. Also guckt euch das Video gerne nochmal an, da wird das Ganze auch empirisch unterfüttert. Wir hatten das ja hier etwas allgemeiner, etwas theoretischer, etwas mehr auf die deutsche Situation bezogen erklärt. Aber man kann auch allgemein sagen, dass die Folgekosten, wenn das Sozialsystem zu schlecht ausbaut, wenn man beispielsweise Menschen in Obdachlosigkeit oder kompletter Perspektivlosigkeit versinken lässt, also in einer Situation, wo sie ganz schlecht in den Arbeitsmarkt reintegrierbar sind, dass das riesige Folgekosten hat. Genau. Mir ist eine Frage noch zum Abschluss eingefallen.
Und ich höre übrigens gerade schon, ich habe ja eher konservative Zuschauer, ich höre sie jetzt schon in die Tasten hauen. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Bei Agitator sind ja eher Linke, würde ich sagen. Ich bin auch gespannt auf eure Meinung. Haut das gerne mal rein, ne, in die Kommentare. Und ich habe aber noch eine Frage, wie gesagt, zum Abschluss an dich. Ich habe oft gehört, jetzt auch von Kumpels oder irgendwas, dass mir gesagt wird, in Deutschland muss niemand obdachlos sein. Weil das soziale Netz ja die Leute auffängt. Ne? Würdest du das so unterschreiben? Es ist mir jetzt also eingefallen spontan. Was würdest du dazu sagen? Warum haben wir denn dann einige hunderttausend Obdachlose? Also die sind das größtenteils, wenn man also wenn man sich anschaut, eher nicht freiwillig. Die würden schon gerne in einer Wohnung leben und das sind häufig Menschen, die psychische Probleme haben, die ihr Leben nicht geregelt bekommen und wo der Sozialstaat dann eben nicht mehr genug unterstützt. Hm. Also das wäre jetzt ein Thema, mit dem müssten wir uns auch noch genauer auseinandersetzen, aber es gibt ja hunderttausende Obdachlose. Ja. Hm, ja. Gut. Das sind auch schöne Abschlussworte, würde ich sagen, oder? Jo, gut, ja, dann verabschieden wir uns. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt uns eure Meinung gerne. Auch wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr gerne reinhauen. Und ich verabschiede mich und überlasse Agitator die letzten Worte. Ciao. Verabschiede Ciao. Mich auch.